dass ich dieses Mal dieses Video richtig rumdrehe. Das vorige war auf dem Kopf für euch. So, ich habe ein Aquarellpapier ausprobiert. Das hat mir Sven beim Teddy gekauft. Also Aquarell kann man damit nicht drauf malen, aber Acryl und auf dem Acryl dann noch so Goldfarbe in Aquarell. Und das ist dieser Block hier. Also der ist wirklich ungeeignet, obwohl angeblich ja 300 Gramm. Ich habe damit Aquarell drauf gemalt. Lasst es. Aber wie gesagt, wir werden jetzt dieses Bild malen, nur auf einem anderen Papier, habe ich mir überlegt. Ich habe schwarzes Aquarellpapier vom Action. Dann spare ich mir den schwarzen Hintergrund oben. Ich sammle mir meine Farben zusammen. Das ist dieser Aquarellblock, 20 Blätter A4, 300 Gramm. Und der ist schon schwarz. Ich nehme die nächste Seite, ist etwas bekrümelt. Und ja, da malen wir jetzt mal zusammen ein Mixed-Media-Bild. Weil nur Acryl wird es nicht, wird auch mit Aquarell und Stiften und Markern. Und ich hänge mal die Kamera in das Stativ. Ich muss jetzt nicht in, weil ihr gucken könnt. Ich muss das Video nachher bestimmt wieder drehen. Ja, das ist also das Papier. Für meine Frost gibt es nämlich mal eben einen Bleistift und mal mir hier mal so einen Untergrund für die Vase. Die kriegt eine bauchigere Form. Meistens wird das etwas eierig. Aber wurscht. So. Dann wollte ich da einfach nur so Blätter reinmachen. Also so Äste. Können auch so ein bisschen nach unten hängen. Darf auch eins nach vorne hängen. Und dann zeichne ich mir die Blätter vor. Nachher immer noch welche zufügen. Die können ein bisschen größer sein hier in der Mitte. Müssen ja nicht immer bunte Blumen sein, ne? Und auch nicht immer knallige Farben, obwohl ich die lieb, aber. Vielleicht male ich auch nicht alle Blätter. Vielleicht radiere ich einige weg. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall die Vase, die machen wir in Gold. Ach so, meine Farben. Ich muss mal eben meine Farben hier. Das sind ja nicht viele. Das ist Action Gold. Das ist Marabu Schwarz. Das trocknet so matt auf. Dann habe ich eine Wuselkiste hier unten. Liquitex Weiß. Und wo ich auch ganz begeistert bin, ist von diesen hier von Stamparia Allegro, so ein mattes Elefantengrau. So, das sind erstmal die Farben, die wir brauchen. Und, ach nee, doch, Gold habe ich doch. Und als erstes mache ich mal den Hintergrund. Ich habe hier dieses schnuddelige Blatt drunter gelegt
Den kann ich nämlich schön überschmieren. Ob das nachher richtig gerade ist oder relativ gerade ist, kann man nachher gucken. Vielleicht ist der Tisch auch kribbelig und schief. So, und ich streiche in eine Richtung. Schwarz, da muss man wohl zweimal über. Aber die Farbe deckt echt gut. Ich bin natürlich wieder sehr ungeduldig, was das Trocknen angeht. Ich könnte jetzt eigentlich den Heißluftföhn nehmen. Blubbern. Das Gold ist sehr, sehr schlecht, ja. Also da muss man echt schon ein paar Mal drüber gehen. Oder grundieren vorher. Man erstmal eine Schicht drauf hat und Schicht um Schicht, dann geht das eigentlich. So, ich gucke mal irgendwie Vasenform an und sehe, dass es voll das Krübbelei ist. Das ist immer, wenn ich liegend mal. Also ich male ja nicht mit Staffelei, außer ich male mit Softpastell. Und auch die Gesichter teilweise so lang gezogen wie, was weiß ich, der Glöckner von Notre Dame. Quasi Mudo-Vasen. Also für mich ist das jetzt so okay. Das muss jetzt wieder ein bisschen trocknen. Ich nehme einfach mal einen dickeren Pinsel, einen weicheren.
das ist schon so meditativ, so gucken, wo die Streifen zu dick sind, da wieder drüber malen. Wo das Schwarz noch zu doll durchkommt, wieder drüber malen. Und gleich schon so diese Vasenform so mitzeichnen. Bei diesem Bild hier, Moment, habe ich das jetzt hingelegt? Da habe ich die Blätter einfach ohne vorher zu Kontur, um eine Kontur zu ziehen gemacht. Aber ich habe jetzt hier Gold und Weiß und auch, mal gucken, ob das raus funktioniert. Wo ist der andere? Da. Hier diese von Edding. Und da werde ich schon mal jetzt wenigstens die ja, vorzeichnen. Wird nachher ja eh mit Acrylfarbe übermalen. Mein Sohn würde die Pest kriegen. Unser großer Alex, der hasst das Geräusch. Ich hatte auch immer eine Arbeitskollegin, die hat auch regelmäßig Schreianfälle gekriegt, wenn ich mit Edding irgendwas gemacht habe. Nee, da will ich nichts machen. Jetzt ist da mal ein Pünktchen. Egal. Also ihr seht, ich halte mich überhaupt nicht mehr an meine Bleistiftvorzeichnung. Wenn jetzt jemand unter euch dabei ist, der das Geräusch nicht ab kann, Ton aus. Funktioniert oder dann noch so ein anderes Grau, das ist auch von Edding, das ist Acrylfarbe. Und Gold wollte ich ja in die Mitte machen. Ja, also geht doch.
das jetzt so nur mit dem. Das wird zu hell. Kann man ja immer noch nehmen. Jetzt die Acrylfarbe von Stamperia. Oak Island. Und so verzweifelt nach dem Fernsehprogramm, was er gucken kann. Ich mal lieber. Oder ich gucke, wenn ich gucke YouTube-Videos. Ich habe da eine neue oder zwei neue. Einmal Katinka Art. Die finde ich voll witzig. Endlich hat sie ein neues Video rausgebracht. Und die kreative Hexe. Und ich komme immer auf den Namen nicht, Miss Kunterbunt. Die drei. Und bei Katinka Arte habe ich schon 10-mal ihr Himi Gouache Video geguckt und zig andere auch. Also was mit Malen ist, so Diamond Painting und so mag ich ja nicht so, aber oder Malen nach Zahlen, aber die anderen Videos alle. Und heute habe ich das erste Mal bei ihr, glaube ich, kommentiert. Weil ich so glücklich war, dass endlich ein Video rauskam. Bei den Leuten gefällt mir das so. Die reden so, wie man eben halt redet. Nicht so gekünstelt und so. Das finde ich ganz schön immer. Die haben nicht so einen Stock im Hintern. Ich finde die Farbkombination schön so. Bitte schickt mir oft mal so Kurzvideos von Instagram. Da hatte sie mir ein Video geschickt, da war eine, die hat so Kreise gemalt und dann so Blätter. Und ich habe das dann versucht auch so zu machen.
Aber ich sagte, mir fehlte da so der Hintergrund. Die hatte keinen Hintergrund gemalt. Aber die Idee war hübsch so. Mit Feinliner, glaube ich, hat sie das auch gemacht. Und ich habe mir ja von Städtler Feinliner gekauft. Ich weiß gar nicht, wie viele. 6 oder 8 Stück. Und wirklich keiner malt von denen. Und ich glaube, das ist jetzt schon zu spät, das wieder zurückzuschicken. Über Amazon hatte ich die bestellt. Ich hatte die eine Zeit lang liegen. Ja. Und jetzt ist dann... Aber wirklich nicht einer funktionierte. Und ich habe nicht damit irgendwas vorher gemacht. Ich habe die ausgepackt und gut ist. Gesundheit. Meine Schwester Bille wird sich wieder freuen. Die guckt morgens ganz früh immer, steht immer ganz früh auf und dann guckt sie immer die Videos. Und entweder sie kommentiert oder sie schickt mir eine WhatsApp-Nachricht. Sie freut sich über ihren Klimt. So, das lasse ich jetzt antrocknen. Jetzt kommen wir dann zum Gold. Wobei ich überlege, ich glaube, ich habe noch irgendwie von Pibeo eine Goldfarbe. Ich glaube, die deckt ein bisschen besser als das von Action. Ich guck gleich mal. Das ist diese hier. Pibeo Metallic. Guck mal, ob ich da noch was raus. Diesen Verschluss, sonst habe ich das immer aufgemacht, aber es ist etwas angetrocknet und ich habe jetzt keine Lust auf die Tischkante wieder rumzuschlagen, denn es ist 21 Uhr. Hier habe ich eben mit Edding probiert. Also zweimal auftragen muss ich das auch, aber Hauptsache ist, dass das so in einer Linie ist bei den Blättern. Nicht so ein Krickel-Krackel. Also denke ich dann immer so für mich, ne? Hinter dem weißen Blatt kommt das goldene Blatt. Das goldene Blatt. So heißt das Bild. Das goldene Blatt. Pulver? Ich denke oft an Pioschka oder was? Ich bin schon bei Heimatkanal angekommen. Ach, Klassiker.
das Wirtshaus zum Start. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das richtig seht. Unsere Katze hat heute schon die erste Zecke rausoperiert. Und Schnecken, sagt sie, sind auch schon wieder im Garten. Nacktschnecken. Das ist Anfang März, ne? Ja, warm heute. Gestern, vorgestern. Und machen wir nochmal. Kopfhörer von mir gesehen? Da oben nur die. Nee, habe ich nicht. Hier war auch keiner, sonst hätte ich den da oben raufgepackt. Nein. Kopfhörer packe ich immer aufs Schlüsselbord. Die suchen immer irgendwas. So, und so fahre ich jetzt erstmal einmal die Stängelchen alle noch mal mit dem Marker nach. Hörst du? Jetzt sind wir hier die Aquarellfarben, die Metallics. Was ihr da jetzt hört, ist Helm Peter. Das ist ein HSV-Fan. Der macht immer so nach dem Spiel, nach dem Fußballspiel seine Kommentare. Ich
So, jetzt kann man das so lassen. Es changiert sehr schön. Oder man könnte jetzt mit einem Marker oder was weiß ich, Gel-Liner, so, nicht bei jedem Blatt vielleicht, aber so feine. Muster, Linien. Dass das so wie Blüten sein sollen. Das lockert vielleicht ein bisschen so auf. Und wo ich meine, was mich jetzt wieder stört, das habe ich nämlich öfter mal. Kann man das noch wieder? Das gefällt mir viel besser. Das ist gut. Bei dem Kraut. Vielleicht. Ah, ich weiß. Vielleicht war das. Ausgesogen.
ich ja hier so einen grauen Stift. Jetzt habe ich den wieder in meine unendlichen Weiten weggeschmissen. Dann nehme ich einfach den hier von Ecoline. Und mache hier unten. Kaum sichtbar, aber dennoch sichtbar. Und ich finde, das ist ganz hübsch. Mal gucken, ich habe da noch ein Schwarz in meinem Metallkasten. Das könnte man, wenn dann da Licht drauf scheint, dann das gefällt mir. Sieht das jetzt aus? Das ist doch ein hübsches Bild. Ich versuche das mal zwischen. So. Ja. Hat Spaß gemacht. Oh, Moment. Die graue Tischdecke ist so ein bisschen öde und langweilig. Ich versuche das jetzt mal mit einer Hand die Kamera halten. Und dann nehme ich noch ein helleres Gold. Hier unten. Ja, so gefällt mir das.